Ja, der Mensch ist eigentlich ein Kind Gottes und wir haben diese Theologie in der Kirche zu vertreten. Und die Kirche vor Ort hier in Leimen und Schloss-Sandhausen hat diese Initiative gestartet, dass wir mit den Bürgermeistern und mit den Abgeordneten im Land und im Bund ins Gespräch zu gehen und verschiedene Schwerpunkte anzusprechen. Und so haben wir heute drei Schwerpunkte miteinander diskutiert. Einmal die Wohnraumsituation, einmal Personalmangelproblem in den Kindergärten und in den Pflegeheimen und dann Bildungspolitik und Unterstützung für die Kinder und Jugendliche. Und in dieser Runde konnten wir wirklich miteinander schauen, was eigentlich von diesen drei Bereichen vom Land, Bund und Kommune das Beste für die Bürgerinnen und Bürger getan werden kann. Ja, also wir haben uns hier getroffen zu unserem runden Tisch auf Einladung von unserem Pfarrer Lurdo. Nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Alle Parteien hier aus der Region, um eben bestimmte Probleme, die hier in den Kommunen aktuell den Schuh drücken, zu besprechen. Ich glaube, es ist eine ganz interessante Runde, eine ganz wichtige Runde, weil viele Themen eben hier regional auch nicht unbedingt zu dem, sag ich mal, Bundesprogramm von unseren Parteien treffen. Es ist interessant, sich hier einfach mal auszutauschen. Wir sind ja alle Abgeordnete auch für diese Region hier und ja, es hat sich auch gezeigt, wir haben jetzt viele Themen durchdiskutiert, haben auch ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt. Es ist immer wichtig, dass man einfach miteinander diskutiert und deswegen fand ich diese Runde jetzt hier sehr gut. Gerade beim Thema Wohnraum haben wir uns über die aktuellen Probleme unterhalten. Oberbürgermeister Reinwald hat hier verschiedene Themen angestoßen. Da war für alle Parteien was dabei, wo man vielleicht ein bisschen mit sich selbst ein bisschen ringen muss. Aber ich glaube, da haben wir so grundsätzlich eigentlich viele Konsenslinien herstellen können. Ja, wir haben uns unterhalten über die Frage der Kinderbetreuung, auch alles immer vor dem Hintergrund der aktuellen Krise in der Ukraine, wo man jetzt viel tun muss, um eben die Menschen, die zu uns kommen, hier ordentlich aufzunehmen, ordentlich zu versorgen, gerade die Kinder. Und als letzten Punkt hatten wir noch die Bildungspolitik, was ja auch parteiübergreifend unser aller Anliegen ist, hier die bestmögliche Bildung für die Menschen in unserer Region zu bieten. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin das nächste Mal auch wieder dabei. Okay. Ja, wir haben uns heute zu dieser interessanten Runde getroffen mit Kirche, politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und Bundesebene, aber auch auf der Kommunalebene mit den Bürgermeistern. Ja, warum diese interessante Runde? Ganz einfach deswegen, weil wir auch in der Gesellschaft, Kommune und Kirche, Hand in Hand gehen, und zwar in ganz, ganz vielen Bereichen. Und deswegen war dieser Austausch auch sehr wichtig. Wir haben viele wichtige Punkte angesprochen, die es zu bewältigen gilt, und sind auch hier wirklich zu vielen Punkten in Einigkeit gekommen. Ganz wichtig ist mir hierbei, dass wir hier wirklich interkommunal zusammenarbeiten und auch parteiübergreifend, wie man heute gesehen hat. Gerade dieses Parteiübergreifende ist ja für uns als Bürgermeister, da spreche ich, glaube ich, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, sehr wichtig. Und deswegen war dieser runde Tisch, wo wir nach Gemeinsamkeiten gesucht haben, nach gemeinsamen Lösungen, sehr wichtig. Und auch ich werde gerne beim nächsten runden Tisch teilnehmen. Ja, mit Pfarrern oder mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern einzeln sind wir viel in Kontakt als Abgeordnete, aber dass wir mal in dieser Runde gemeinsam zusammenkommen, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Ich fand, das war ein guter Termin und es zeigt auch, dass Kirche so eine Plattform auch bieten kann, einen Raum bieten kann, in dem wir uns auch nochmal als Kolleginnen und Kollegen nicht nur streitend wie auf einer Podiumsdiskussion begegnen, sondern auch vielleicht ein bisschen mehr Mensch von Mensch zu Mensch, als das an anderen Orten so der Fall ist. Insofern danke ich ganz herzlich für die Initiative. Wir sind alle hier gewählt in unterschiedlichen Funktionen. Warum nicht gemeinsam auch für die Interessen einsetzen, die hier im Wahlkreis oder in unseren Städten und Gemeinden da sind? Ich finde, das ist eine gute Idee. Wir haben alle unterschiedliche Parteihintergründe, unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir manche Probleme
ähnlich sehen und dann sind wir auch aufgerufen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Deswegen freue ich mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, es gibt einen schönen Spruch. Die Kommunen sind die Orte der Wahrheit, denn sie sind die Orte der Wirklichkeit. Und ich denke, das ist auch heute ein sehr, sehr gutes Format gewesen. Der Pfarrer Lurdo, der hat hierzu eingeladen gehabt, zu diesem Format Kommunen, Land und Bund. Und wann sitzen wir eigentlich mal zusammen? Es ist oft so, dass in den Bürgermeistersprengel auch mal ein Landtagsabgeordneter oder mal ein Bundestagsabgeordneter mal kommt. Aber dann artet es meistens immer irgendwie aus, dass man dann immer die Schuld dem anderen zuschiebt, der gerade nicht da ist. Und das fand ich jetzt sehr gut, dass wir hier mal drei wichtige Themenfelder, das war einmal das Thema bezahlbarer Wohnraum, sozialer Wohnraum, Kinderbetreuung, Kindergarten und Bildungspolitik vor Ort mal besprochen haben. Und wir sind uns relativ schnell einig geworden, dass da in den Kommunen auch jetzt wegen der Ukraine-Krise schnell gehandelt werden muss, dass da auch wirklich schnell was passiert und dass wir die Probleme von heute nicht morgen erst erleben, weil grau ist alle Theorie. Und es ist gut, glaube ich, dass wir unsere Bundestags- und Landtagsabgeordneten auch mal runtergebracht haben und mit der Realität konfrontiert haben. Und ich glaube, das nimmt jeder hier was mit. Sowohl die kommunale Seite wie die Landes- wie die Bundesseite nimmt was mit für seine tägliche Arbeit, weil wir doch auch mal wieder gespiegelt haben, wie es jetzt eben auch vor Ort aussieht von der kommunalen Seite. Und ich finde es auch sehr gut, dass der Pfarrer schon bereits fürs Spätjahr wieder einen weiteren Termin avisiert. Dann gucken wir, ob wir alle unsere Hausaufgaben gemacht haben und das überprüfen wir dann beim nächsten Mal. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Das war eine sehr bunte Runde heute mit Bürgermeistern und Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus vier verschiedenen Parteien auf Einladung von Pfarrer Lodo mit einer großen Vielfalt an verschiedenen Themen. Wir haben angefangen mit Herausforderungen mangelnder Wohnraum, auch hier in der Region, steigenden Mietpreisen beispielsweise, über die Kinderbetreuung, über die Pflege bis hin zu aktuellen Themen, natürlich rund um die Bildung. Und als Pfarrer Lodo diese Runde hier eingeladen hat, da war eigentlich die Brisanz dieser Lage momentan gar nicht so klar. Wir sind wenige Tage nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und das stellt uns natürlich auch hier vor Ort im Rhein-Neckar-Kreis vor große Herausforderungen. Wir rechnen mit vielen Geflüchteten, insbesondere aus der Ukraine, die zum großen Teil heute schon hier angekommen sind. Und das war eine gute Gelegenheit, über diese Herausforderungen in all diesen Themenfeldern zu sprechen. Und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung in dieser Runde. Ja, ich kann mich nur anschließen. Das war eine sehr, sehr interessante Runde, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Verantwortung übernehmen. Verantwortung in vielfältiger Art und Weise. Und es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin ja so ein bisschen Exot, ich bin Vertreter von unserem Bürgermeister, der leider erkrankt ist. Und für mich war das auch eine ganz besondere Sitzung deshalb, weil es meine allerletzte war. Ich werde in 11 Tagen zurücktreten, von meinem Amt Platz machen für Jüngere. Das wäre eigentlich schon letzte Woche gewesen, aber die Corona-Erkrankung von Herrn Förster hat das alles verschoben. Ich habe mich vor allem um Schulen, um Jugendliche gekümmert, weil ich halt mal Lehrer war. Und wir sind uns einig und es freut mich auch, dass Sozialarbeit an Schulen und Digitalisierung und Ausstattung von Schulen ein ganz wichtiger Punkt sind, der auch von den anwesenden Vertretern von Landtag und Bundestag unterstützt wird. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Dank an Pfarrer Lurdo für die Einladung an die Runde. Ich denke, wir haben in der offenen Runde erlebt. Es war alles sehr freundlich gewesen. Ein paar kleine Sticheleien durften natürlich auch nicht fehlen. Das macht das Ganze auch ein bisschen lebendig. Die Themen waren auch brennend interessant, aktuell, leider aktuell teilweise, natürlich durch die Ereignisse in der Ukraine. Wie können wir Wohnraum schaffen? Hier geht es, denke ich mal, auch jetzt um die Mobilisierung von Wohnraum, auch kurzfristig, aber auch mittelfristig. Ging auch um das Neubauen. Wir sollten da überlegen, wie man vielleicht auch in die Höhe mehr baut. Das war so eine Übereinkunft. Im Bereich der Kinderbetreuung, auch hier wieder aktuelle Überlagerung, dass wir jetzt eventuell die eine oder andere Gruppengröße flexibel handhaben müssen, wenn jetzt wirklich, wie gerade auch von den kommunalen Vertretern geschildert, täglich neue Kinder und Frauen eintreffen, dass wir hier schnell und unbürokratisch helfen. Ich weiß aus Landesebene, dass hier gerade Hochdruck herrscht, wie können wir das finanzieren, die kommunale Seite und die Landesseite sind dabei, heute auch aktuell zu tagen dazu, um diese Krise auch zu meistern und im Bereich Schulsozialarbeit da auch hier nochmal eine Unterstützung, weil einfach durch Corona-Pandemie da noch was zu tun ist
und die Schüler und Kinder da sich weiterentwickeln. Im Bereich Pflege auch nochmal angesprochen worden. Hier haben wir als Gesellschaft große Herausforderungen auch für die nächsten Jahre. Da wird es wahrscheinlich auch auf dem Bereich Zuwanderung nochmal was geben müssen, um den Bedarf zu decken. Also aktuelle Themen, aber auch langfristig. Und ich danke allen Anwesenden für den konstruktiven Beitrag, weil es ist klar, Kommunen, Land und Bund müssen bei solchen Sachen zusammenarbeiten. Wir müssen uns gegenseitig Probleme aufzeigen, aber auch Lösungen aufzeigen. Ich denke, es ist heute ein erster Schritt dazu gelungen. Vielen Dank.